Ich bin Enrico von OutdoorBW. Heute geht es um das Tarp und die verschiedenen Setup-Varianten, die man damit aufbauen kann. Also, bleibt dran! Auf den ersten Blick ist so ein Tarp ja nichts weiter als ein Stück wasserdichter Plane. Also wieso überhaupt eines verwenden? Ganz einfach. Mit einem Tarp habe ich immer den optimalen Witterungsschutz für mein Lager. Denn sie sind äußerst robust, es lässt sich überall hin mitnehmen und man kann super schnell ein Lager damit aufbauen, das uns dann vor Schnee, Regen und Wind schützt. Aber auch vor der Bodenfeuchtigkeit oder jetzt im Sommer vor der prallen Sonne. Natürlich könnte man sich auch mit Material hier aus dem Wald behelfen, um ein Shelter zu bauen. Allerdings dauert das viel, viel länger und ich bin immer auf die vorhandenen Ressourcen hier angewiesen. Und nicht immer steht mir das optimale Baumaterial ohne weiteres zur Verfügung. Bei einem Tarp spielt das alles überhaupt keine Rolle, denn sie sind unglaublich vielseitig einsetzbar. Und egal welches Wetter gerade herrscht oder auf welchem Terrain ich mich befinde, ich kann immer das perfekte Setup wählen. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Wie gesagt, alles was du brauchst ist ein Tarp. Das kann aber auch eine einfache Gewebeplane aus dem Baumarkt sein. Die sind meistens in der Größe 2x3 Meter zu bekommen und das auch noch recht günstig. Wichtig ist nur, dass du schaust, dass du rundherum Ösen oder wie es bei mir der Fall ist, solche Laschen dran hast. Daneben brauchst du noch etwas Bandmaterial. Das darf nicht allzu dick sein, so 5 bis 6 mm sind da optimal. Und dann kann es auch schon losgehen. Die einfachste Variante, unser Tarp zwischen zwei Bäumen aufzuhängen, ist das Schrägdach, auch Lean-To-Shelter genannt. Diese Variante lässt sich auch hervorragend mit sehr vielen Outdoor-Ponchos aufbauen. Alles, was wir dazu noch brauchen, ist ein Stück Schnur und Heringe. Wenn du keine hast, macht das auch nichts, denn die können wir ganz einfach selber herstellen. So, und für unsere Heringe breche ich hier einfach ein paar Äste hier von dem Totholz ab. Die eignen sich nämlich wunderbar als Heringe. Bei der ersten Aufbaumethode nehmen wir zwei Schnüre und fixieren sie jeweils an der äußeren Ecke einer Längsseite und diese wird dann aufgehängt zwischen zwei Bäumen. Die andere Seite spannen wir einfach nur am Boden ab und fixieren sie mit unseren Heringen. Zuerst breite ich das Tarp einmal komplett auf dem Boden aus. Den habe ich zuvor von größeren Stöcken und Ästen befreit. Zudem achte ich immer darauf, dass ich in keiner Senke liege, denn sonst würde sich bei Regen das ganze Wasser unter meinem Schlafplatz ansammeln und im Nassen schlafen mag schließlich niemand gerne. Im nächsten Schritt mache ich auf einer Seite meines Seils eine Schlaufe hinein und befestige diese an der Tarpecke. So, schön feste ziehen. Und das nun lose Seilende binde ich um den Baum herum. Also loses Seilende um den Baum herum und festknoten. Hierbei nehme ich sehr gerne einen Klemmknoten, denn dieser verklemmt sich mit sich selbst am Seil, sobald Zug drauf kommt. Das Ganze darf noch nicht zu fest gespannt werden, denn zuerst müssen wir noch die andere Seite befestigen. Und auch auf dieser Seite machen wir wieder auf eine Seite der Schnur unsere Schlaufe und fixieren das Ganze an der Tarpecke. So, schön festziehen. Und auch das lose Seilende wieder um den Baum herum. Um den Baum herum. Und auch hier lege ich wieder den Klemmknoten an. Sodass das Seil gleich schön straff gespannt werden kann. Nachdem alles schön straff gespannt wurde, fixieren wir jetzt noch die zweite Seite mit unseren selbstgemachten Heringen am Boden.
so hat man sich schnell und einfach ein Lager aufgebaut, das einen leichten Regen abhält und als Wärmereflektor dient, wenn wir jetzt hier von Lagerfeuer hätten oder auch vor Wind schützt. Vorausgesetzt, der Wind pustet jetzt nicht von vorne rein, denn sonst müssen wir das Ganze auf die andere Seite abspannen. Eine weitere Möglichkeit, unser Tarp aufzubauen, wäre, ein langes Seil von einem Baum zum anderen zu spannen und unser Tarp mit Hilfe dieser Ridgeline oder auch Firstschnur schön abzuspannen. Dazu mache ich wieder auf einer Seite meiner Schnur eine Schlaufe hinein. So, und binde das Ganze wieder um den Baum herum. Schön festspannen. Und auch hier um den Baum herum. Wir legen wieder unseren Klemmknoten an. Die Schnur darf jetzt noch nicht zu fest gespannt werden, denn jetzt ist erstmal Stöckchen sammeln angesagt. So, ich habe jetzt 5 Stöckchen gesammelt, das reicht für mich. Als nächstes ziehen wir unsere Schnur durch die Schlaufe am Tarp und stecken das Stöckchen hinein. Alles leicht anziehen und zur nächsten Schlaufe. Seil durch die Schlaufe hindurch und Stöckchen durchschieben. Alles leicht anziehen, nächste Schlaufe, Seil hindurch, Stöckchen genauso, Wenn du das Tarp schön über die Stöckchen fixiert hast, wird das Ganze über den Klemmknoten endlich festgezogen und auf Spannung gebracht. Auch hier wird das Ganze wieder mit unseren selbstgemachten Heringen abgespannt. Und wenn du dir mal nicht sicher bist, ob deine selbstgemachten Heringe halten, kannst du das Ganze noch mit großen Ästen, Stöckern oder Steinen beschweren. Tipptopp!